Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir das erste Mal Fortnite Ranked im Bauen-Modus. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich überhaupt Fortnite Competitive gespielt habe, das war damals noch zu Arena-Zeiten. Dabei habe ich so Challenges gemacht, dass ich versucht habe, in 24 Stunden den höchsten Rang zu erreichen. Und das Ganze habe ich dann nochmal in einer Stunde versucht. Und seitdem habe ich das gar nicht mehr gespielt. Bin auf jeden Fall gespannt darauf, welchen Rang wir am Ende bekommen werden und wie schwitzig die Gegner sind. Wie immer, Leute, wenn ihr mich supporten wollt, dann tragt auf jeden Fall meinen Creator-Code WANNABE im Itemshop ein. Danke an jeden, der es macht. Okay, Leute, wir spielen heute das erste Mal Fortnite Ranked. Aktuell spielen das Ganze 186.000 Leute. Das sind schon ziemlich viele, muss man sagen. Wenn man vergleicht, dass 280.000 normal Battle Royale spielen. Ihr seht schon, ich habe keinen einzigen Rang. Wir spielen als The Weeknd, weil ich will, dass die Leute auch sehen, dass ich reingecashed habe. Sie sollen ein bisschen Angst haben. Wenn es da draußen eine Welt gibt, in der Trimax Paymax heißt, dann brauche ich einen Namen wie Payby. Oh mein Gott, ich bin Baby einfach. Lass uns direkt mal nachgucken, ob hier irgendwelche Schwitzer sind. Wen haben wir denn hier? Wow, gar nicht so übel, die Skins. Kurz mal nachgucken. Michael Myers ist auch am Start. Wir können ja einen schnellen Skin-Contest machen. Aber dafür sind zu wenig Leute hier. Oha, der Silver Surfer habe ich sehr, sehr lange nicht gesehen. No-Skin? Das war ja wieder klar, Mann. Dass die auch wieder mit am Start sind. Sag euch, meine Kombination, die ich hier am Start habe, die soll schon für ein bisschen Schrecken sorgen. Gerade diese Sternhacke hier. Oh Gott, John Wick ist auch dabei. Okay, es geht los. Erste Runde vor. Fortnite Ranked. Ladies and Gentlemen da draußen. Nach Jahren ist es wieder soweit. Ihr seht Competitive Content einfach auf meinem YouTube-Kanal hier. Ich bin wieder mit dem rasenden Roland hier unterwegs, denn wir werden heute das erste Mal Fortnite Ranked spielen. Ich habe auch richtig Bock drauf. Mal gucken, wie gut die Leute sind, ob hier überhaupt einer runterkommt, ob die auch Bock auf mich haben. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber hier gibt es sogar Drohnen, ne? Eigentlich ist das voll geil, hier runterzukommen gerade. Und bekommt ihr voll den guten Loot. Ja, gut. Also Leute, die Glück haben. Ich irgendwie nicht. Naja, egal. Ich habe gehört, hier sollen mittlerweile auch Bots drin sein. Ich weiß ja nicht, ob das Ganze stimmt. Das ist aber, glaube ich, nur in den unteren Ligen der Fall. Was schon irgendwie ein bisschen ironisch ist, weil viele Leute aufgehört haben, den normalen Modus zu spielen. Dann mit Ranked angefangen haben. Ja gut, und wenn die da auch Bots finden, ist das ja voll doof, ne? Oh, oh. Wow, das ist gerade überhaupt nicht gut. Ich komme da mal wieder. Ich glaube, das Dach ist die Meta. Fangen mal easy peasy an. Ich will Peter Griffin ausschalten. Dann habe ich schon mal die beste Pumpgun im Spiel. Muss mal wieder reinkommen. Es wäre auch sehr ratsam gewesen, wenn der gute Wannabe sich ein bisschen aufgewärmt hätte. Aber ich sage euch ehrlich, dafür habe ich keine Zeit, Mann. Ich mache das einfach nicht. Ihr merkt das ja auch. Ich spiele meistens normale Runden. Dann spiele ich am Anfang richtig wie so ein Bot. Und am Ende werde ich dann noch ein bisschen besser. Lüge. Wobei viel besser auch nicht. So, Peter, du musst mal kurz sterben. Tut mir leid. Ich habe keine Zeit und so. Ich habe noch wichtige Termine hier im Anschluss. Und zwar in Fortnite. Diese Waffe geht aber richtig rasant ab. Auf der einen Seite habe ich keine Anfangs-Action, auf der anderen Seite einfach mega die Anfangs-Action. Ihr sollt alle sterben. Oh Gott, ich glaube, ich bin der Einzige, der gleich stirbt. Killt bei Bot in der ersten Runde, bitte nicht. Hör auf zu lachen darüber. Meine Witze sind gar nicht so witzig. Muss mal die nachladen, dann ist der safe tot. Ach, die ist schon nachgeladen? Ja, umso besser, Mann. So, Peter, du wirst jetzt einschlafen. Stirb. Holt sich überhaupt irgendeiner im Competitive Mode hier diese mythischen Waffen? Dauert halt viel zu lange. Oh, oder schießt noch irgendeiner von außerhalb auf mich? Was willst du denn von mir? Hört doch mal gerade auf, ey. Ich glaube, ich werde hier gerade irgendwie ein bisschen bescheuert. Da hinten ist einer. Chill doch mal deine Base, Mann. Okay, perfekt. Jetzt haben wir schon mal gute Vorteile. Medikit kurz reinziehen. Kurz gucken, was der Typ hier macht. Könnte der erste Kill werden. Kannst du nicht bauen, oder was? Ist da nicht mein Problem? Oh, das Blue Shield am Start. So einer bist du. Du kommst einfach am Ende hierhin. Okay, verstehe schon. Wolltest der Prügelknabe werden, ne? Sollen wir jetzt noch kurz in den Tresor reingehen? Ja, komm, ich hol mir die besten Waffen. Was soll das Ganze hier? Wer weiß, was wir da unten noch finden. Da gibt es jedes Mal eine epische Kiste. Und meistens, wahrscheinlich jetzt nicht, habe ich da extremes Glück. Und finde da eine super duper geile AR einfach. Aber krass, dass hier einer hingekommen ist. Die sterben ja auch alle überhaupt gar nicht. Was ist das für eine Runde, bitte? Ist das eine Bummi-Runde? Ich habe gedacht, ich würde hier gegen Mongralo zu spielen. Die haben mich ja voll geirrt. Kein Wunder, warum jeder diesen Modus wieder spielt. Ist das jetzt der Bummi-Modus 2.0? Was ist das denn? Okay, ich spiele nichts mehr anderes. Oh mein Gott. Und ich sag's gerade auch noch. Zwei epische Kills habe ich noch nie gehabt. Das gibt's ja gar nicht. Okay, wir graden mal kurz ab. Das kann drauf bleiben. Das kann auch drauf bleiben. Das glaube ich auch gut. Und das ist auch gut. The Weeknd wird jetzt gleich hier einmal ein Live-Konzert geben. Ich habe gehört, dass immer noch sehr viele Leute unzufrieden mit dem Movement sind.
Bin mal gespannt, ob die das in nächster Zeit nochmal anpassen werden. Oder ob die sich jetzt einfach sagen, wir gehen jetzt in die Weihnachtsferien. Macht doch, was ihr wollt. Wo soll ich als nächstes hingehen? Wir holen uns die nächste mythische Waffe. Was soll das Ganze? Ist mir doch egal, Mann. Ich spiele ganz normale Fortnite-Runden. Wobei, warte. Ich habe eine richtig gute Idee. So. Irgend so ein Gangster-Mengster ist hier sogar in der Nähe. Hey, wo ist der Typ? Ist doch genau hier in der Mitte eigentlich, oder nicht? Hey, Kumpel, komm mal raus. Okay, ich glaube, der ist da vorne irgendwo. Rabbit Kicks? Was hast du gegen Hasis, Mann? Kranker Irrer. Ich hasse das. Man findet einfach nie die Gegner. Guck mal, der Typ ist so verschwunden. Mach doch einfach mal piep, piep, Junge. Zone kommt doch gleich. Guck mal, da unten ist er. Was bist du denn für einer? Hey, Rabbit, Alter, bleib mal kurz stehen. Ich will nur mit dir reden. Hä, das war der gar nicht. Das war der überhaupt gar nicht. Sorry, das warst du ja gar nicht. Das heißt, der Irre läuft hier auch noch irgendwo rum. Okay, wir müssen gleich echt mal nachgucken, ob ich Metz davon kriege. Was ist das denn hier? Ich war hier noch nie. Das ist ja wunderschön, Mann. Oh, da vorne ist er. Das ist ein Big Baba Bubu Fight. Guck mal jetzt. Auto und... Verdammt, ich hab nicht getroffen. Boah, der ist auch so gut wie tot. Also die Waffe geht schon mal richtig ab. Ich krieg jetzt eine Pumpgun. Mal gucken, wie der das hier schmeckt. Boom. Hier kommt ein Wannabe geflogen. Von oben kommen nie gute Sachen, ich sag's dir. Krass, dass noch so viele Leute am Leben sind. Ich find's irgendwie ein bisschen spooky. Sein Gegner? Ey, Jo, du sollst doch nicht Fisch spielen. Was stimmt nicht mit dir? Los, steig ein. Mach keinen Ärger. Sonst verliere ich mich hier gleich. Willst du einen Song haben? Okay, hier ist der Song für dich. Gefällt's dir? Gefällt ihm nicht. Er haut einfach ab. Oh mein Gott. Yoga, habe ich dich weggeschallert. Normalerweise bekommt man jedes Mal, wenn man jemanden killt, Mats. Und damals hat man auch Schild bekommen. Als ob das nicht mehr gilt. Ich bin einfach so von vorgestern. So, jetzt ab in die Zone hier mit meiner G-Klasse. Okay, wir bauen erstmal Unfall. Oh mein Gott. Hä? Ey, wollt ihr mich reinlegen? Ich komme doch gerade von da. Wie viele Leute droppen denn da? Ich werde hier langsam ein bisschen unruhig irgendwie. Oh, die fighten da unten. Jetzt kommt das Auto geflogen. Viel Spaß damit. Boah, ist der sogar fast heftig geworden. So, du musst sterben. Und ihr auch. Hat er gerade eine Stinkbombe auf mich geworfen? Junge, ich gehe ja richtig tornadomäßig ab. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Wie der Einäugige im Land der Blinden einfach. So komme ich mir gerade vor. Ich bin best of the rest irgendwie. Okay. Hat irgendeiner mythische Bosse gekillt? Warte mal, wir gucken mal kurz nach. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Hä, was ist das denn? Okay, ich bin ein bisschen schockiert gerade. Keine Ahnung, was das ist. Der wurde gekillt. Wurde auch gekillt. Wurde keine Ahnung was. Den unten habe ich gekillt. Der wurde nicht gekillt. Dann fahren wir als nächstes dahin. Ihr wisst es ja vielleicht, da bekommt man die beste AR im ganzen Spiel. Mein Auto ist gleich leer. Toll. Spritkosten sind teuer, Leute. Deswegen, wenn ihr mich supporten wollt, Creator Code Wannabe im Item Shop eingeben. Das wäre richtig säftig. Das wäre richtig lecker auf jeden Fall. Köstlich, schmöchtlich. Haltet da noch irgendwo jemand, oder? Sieh doch die Schüsse. Oh, der hat ein Schild dabei, glaube ich. Hallo, jetzt komm ich, der Wannabe. Ich glaube, das Auto hat ihn gekillt, oder? Das Auto hat ihn gekillt. Er hat einen Totalschaden erlitten. Ja, das tut mir jetzt gerade gar nicht leid, mein Freund. Hey, Kumpel. Bist du alleine unterwegs? Oh, ich auch. Okay, er ist tot. Wie ist der Spider-Man? Ich habe letztens gesehen, dass Lando Norris, der Formel-1-Fahrer, auf Fortnite gespielt hat. Ey, und übrigens, The Weeknd hat auch Fortnite gespielt. Der hat sogar einen epischen Sieg geholt. Müsst ihr mal nachgucken auf Instagram. Keine Ahnung, ob die Story noch da ist. Voll ulkig auf jeden Fall. Jetzt gerade, wo ich sehe, dass ich The Weeknd selber spiele. Ich glaube, da hinten ist sogar noch einer. Der hat sich doch safe den Loot Drop gegönnt, oder nicht? Na, bist du wieder außerhalb der Zone, ha? Huh? Du kleiner Schlingel. Oh Gott, der ist gleich neben mir. Und? Ducken? Oh, er schießt schon. Woher weißt du, dass ich da bin? Hast du an, oder was? Super, einfach Hacker getroffen. Hä, er wollte einfach teamen. Nee, 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 nee. Nix da. Too sweaty, ich darf nicht teamen. Das ist ein Competitive-Modus hier. Hier gelten Regeln und Gesetze. Die werde ich natürlich auch einhalten. Ein bisschen Halluzination. Das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, da waren die übelsten Schwitzer am Start. Oh mein Gott, okay, der hat aber auch gut gesessen jetzt, ne? Das hat gut reingeknallt, mein Freund. Er hat ja gar keine Chance, der Arme. Was hast du denn für verquatschte Waffen dabei? Grade die erstmal richtig ab, Junge. Was ist los mit dir? Ich werde nicht zu große Töne hier spucken, ne? Mir ist schon klar, dass ich ganz, ganz unten anfange. Wobei andererseits, damals in Arena, ich war voll gut, Mann.
Ich habe mit jemandem zusammengespielt, der noch viel besser war als ich. Und den habe ich gezogen teilweise. Könnt ihr mal nachgucken. Meine damaligen Videos, wo ich Arena gespielt habe für 24 Stunden. Ich habe da, glaube ich, auch voll den hohen Rang erreicht. Ich glaube, damals musste man sehr, sehr hoch sein, dass man überhaupt Turniere spielen konnte. Ist wahrscheinlich jetzt auch immer noch so. Ich verfolge das gar nicht mehr. Top 10 haben wir erreicht. Ja, vorne hat auf jeden Fall schon mal einer ein mythisches Item. Das ist doch schon mal gut. Würde ich gerne aufnehmen. Frage ist nur, wie viele von den Dingern hat er dabei? Oh, da ist noch ein Gegner. Den schnappen wir uns noch. Wie ist dieser Kleiner losgehen? Wo willst du denn hin, mein Freund? Erstmal stehen bleiben in dem Modus. Das ist eine richtig gute Idee. Stehen bleiben, das ist immer gut. Das ist auch ein No-Skin. Oh, er hat die Schallgedämpfte. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so geil. Na, schmeckt? Gleich schmeckt's nicht mehr. Und boom. Nein. Oh mein Gott, fast gestorben. Ey, ich check das nicht, ne? Manchmal, oh, er hat sogar zwei dabei gehabt. Manchmal, ihr habt den Gegner so im Griff einfach. Der hat ja jetzt fast gar keine HP mehr. Ich habe nur Ewigkeiten gebraucht, um nochmal schießen zu können. Und der killt mich in der Zeit fast. Ey, das wäre wieder so einer der dämlichsten Tode gewesen. Das ist mir gestern die ganze Zeit passiert, als ich versucht habe, Peter Griffin zu spielen. Ich bin jedes Mal irgendwie gestorben und der Gegner hatte noch 3 HP. Das war ja richtig doof. Ja, egal. Ich meine, wir haben jetzt 3 Medaillons. Theoretisch gesehen könnten wir jetzt hier richtig was reißen. Ich glaube, ich nehme mal die Waffe sogar mit. Übelst geiler Loot, Mann. Let's go. 3 mythische Waffen, 3 mythische Medaillons. Dazu noch The Weeknd in der rot-schwarzen Edition hier. Echt, ich liebe diesen Skin einfach. Ich finde den so cool. So ein kleiner Mini-Michael Jackson irgendwie. Weil mit diesen Handschuhen ist er richtig gefährlich. Ah, ich kann es euch gar nicht richtig zeigen. Doch jetzt. Hardcore, der Typ. Sehr, sehr cool. Ah, die Wachen sind hier auch noch. Keiner hat Bock, die Alte zu killen. Sollen das werden, wenn es fertig ist, hä? 190. Ich könnte die schon ausschalten auf die Schnelle. Guck, der stirbt auch direkt. Oh, die ist da drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt clever ist. Wahrscheinlich ist das mega dumm. Würde keiner machen. Aber ich bin auch anders als die anderen Leute. Ja, halt dich ruhig. Guck dir das mal an. So, wenn ich jetzt mit der noch draufhalte, dann wirst du schnell sterben. Boah, die Waffe ist schon geil. Wie so ein Auftragskiller sehe ich gerade aus. Ich bin einfach ein Hitman. Hat der nicht auch immer so Anzüge an? Ja, ne? Tot. Und komm, stirb mal. Wieso zieht die Pumpgun bei ihr so wenig ab? Let's go, viertes Medaillon einfach. Neue Waffe. Die bauen wir zu. Ihr wisst selber, ich gönne anderen einfach nicht in der Runde. Euch gönne ich natürlich von Herzen, aber nicht den Leuten hier. Manche verstehen das einfach nicht. Gönnst du mir, gönne ich anderen? Nee, warte, das war andersrum. Gönnst du anderen, gönnen sie dir. So war das. Da habe ich fast mein wahres Gesicht gezeigt gerade. Da hinten wird noch gefightet. Da bestimmt einer auf der Insel oben. Top 5 haben wir erreicht. Ich muss eigentlich die erste Runde gewinnen, ne? Aber ich habe schon wieder so leicht shaky hands hier, ich sag's euch. Ich muss jetzt abliefern, ich habe nur diese eine Chance hier. Wir gehen jetzt auch in Schwitzerposition, jetzt reicht's mir aber. Mini-Wannabe, du guckst ab jetzt mit, Junge. Check mal, wo die Gegner sind, Junge. Du musst mich jetzt unterstützen. Ich hoffe, das sieht nicht komisch aus. Okay, es sieht komisch aus. Er kann gar nicht richtig in die Kamera gucken. So, jetzt. Hoffentlich campt hier keiner. Ey, ist sogar einer gestorben. Ah, da vorne ist er. Hey, Kumpel. Tschüss, Kumpel. Was hast du denn da noch gemacht? Ein paar Mets abgebaut oder was? Was er dabei hatte. Boah. Okay, ist nur eine Pumpgun. Da hinten ist noch einer. Er ist noch ein bisschen für den Flex hier. Er hat gar nicht gesehen, dass ich mich verbaut habe. Wo ist er hin? Kurz moven. Er war doch hier irgendwo, oder nicht? Lol, er läuft die Gleise da hinten lang. Wo willst du denn hin? Nach Chapter 6 oder was? Okay, da... Warte mal, da ist ja die Zone. Was laber ich eigentlich? Ich will jetzt nicht alle Impulsgranaten einsetzen. Ich glaube, die brauchen wir noch. Wait, wartet mal. Ich kann die einsetzen. Weil hier vorne habe ich doch gegen den Typen gefightet, oder nicht? Hä, bin ich jetzt Banane? Wo bist du? Okay. Ich mein's halt wieder ehrlich, ne? Er trifft halt wieder so gut am Ende. So unnötig. Schießt der Nächste. So sinnlos. Okay, ist ein 1 gegen 1. 15 Kills oder tot. Jetzt kommt's drauf an. Ich bin komplett voll. Kriege ich meine Impulsgranaten noch? Ansonsten nehme ich einfach die anderen. Nee, wartet mal. Übrigens, Leute, fragt mich nicht warum, aber irgendwie ist die Aufnahme gegen Ende nochmal total gecrashed. Ich habe natürlich den epischen Sieg hier geholt. Ihr seht mich ja jetzt auch rumlaufen. Bisschen wie Falschgeld. Wir gucken mal nach, wo der andere Gegner ist. Das ist Loris Dobrea oder so.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Als ob der letzte Gegner einfach AFK gewesen ist. Ey, du machst mich fertig, Mann. Ey, das kann da wohl nicht wahr sein. Der letzte Gegner ist einfach AFK gewesen. Kein Wunder, ich hole den epischen Sieg einfach so. Der Gegner ist gestorben, weil er AFK gegangen ist. Ich glaube, selbst der konnte sich das nicht mal mit angucken. Oder er hatte Angst, kann natürlich auch sein. Er hatte 4 Medaillons und 4 mythische Waffen. Kannst du jetzt mal sterben hier? Du überlebst ja noch ganz schön lange hier. So, Gegner gestorben. Wannabe holt den epischen Sieg am Ende. Selbst Mini-Mini-Wannabe ist am Ende glücklich gewesen. Ich habe aber leider nur den Rang irgendwas mit Bronze erreicht. Mega peinlich. Deswegen, Leute, schreibt euren Rang in die Kommentare rein. Und auch, ob ihr ein guter Spieler seid. Auf jeden Fall auch den Epic Games Namen. Und dann machen wir mal eine Serie daraus. Ich will am Ende auch Unreal werden. Das geht ja wohl gar nicht klar. Ich bin hier, guckt euch das mal an, du Bronze 3. Das ist ja richtig peinlich. Das soll es auf jeden Fall vom Video gewesen sein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst kostenlos ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr mich supporten wollt, Freunde, dann einfach Creator Code Wannabe im Itemshop benutzen. Danke an jeden, der es macht.